Das? There's something oppressive and frightening about this building, but the architecture is spectacular. It must be a governmental center. Das war das, ne? Mal gucken. Jupp. You, Meinen, have been charged with conspiring in a rebellion against the Ancients. I am innocent. Because of your years of faith. Oh, thank. Das haben wir schon alles in einer Vision gesehen. Können wir einfach weggehen? I'll bet this cabinet is used to contain evidence. Not that the truth matters here much more than it does in the normal world. Da können wichtige Sachen drin sein. Das sind andere Gefangene, die da rumhängen, ne? Ja. Oh my god! They've crucified the keeper of the sword! Oh. Ja, okay, jetzt sehe ich's erst. Hat nicht mehr sehr viel Ähnlichkeit mit den anderen beiden, ha? Huh? Also sind alle drei tot. Und nicht nur zwei, wie ich dachte. Hi. Hello. I'm just visiting. Just visiting? No one visits the Hall of Justice. You do not sound like you're from around here. You are a Dark Worlder, aren't you? Also wir müssen so oder so runtergeschubst werden in den anderen Bereich. Wir dürfen im anderen Bereich nur nicht dieses Britzelding anfassen. No, I'm a human. My name is Mike Dawson. Mike Dawson. That name is familiar. Oh yes, the Ancients have issued a death warrant for you. You are to be immediately transported to the Hall of Death. Oh my god. The stench in this room is horrible. Like a mountain of rotting meat. Genau. Nicht das Ding anfassen. Wir können es uns angucken. That's a life force leech. I recognize it from my first trip into the Dark World. Oh, okay. This must be the body of the privileged worker that I saw sentenced to death. Wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen. Du gehörst auch noch zu dem Body? This must be the body of the This corpse has been sapped of all its fluids. Ist hier etwa gar nichts, was ich machen kann? Warte, wir können vielleicht noch interagieren mit dem. I got the data card back. Damn, I've got to get out of here. Data card? Was? Oh, das ist das Ding, womit wir überall durchkommen jetzt. This metal card is encoded with data. I can't read it, but it looks important. Ja, also wir wissen nicht, ob wir alle Türen damit öffnen können, aber vielleicht eine mindestens. Hoffentlich. So, und jetzt rauskommen, hm? Random andere Dinge antatschen? Da verschwimmt der Cursor irgendwie. I'm afraid to touch it. Ja, verständlich, verständlich. Kann ich hier irgendwo rausgehen? Heißt, wir müssen hier jetzt einmal sterben. Also wir haben ja einen Ausgang. Wir haben ja ein Leben quasi frei. Ich wollte es eigentlich nur verhindern, dass, irgendjemand unnötig für uns sterben muss oder geopfert werden muss. Wenn schwimmen können, hätte sich gerade auch was verändert. Aber nee. Ja, dann sterben wir mal. Oder können wir es nochmal antatschen? Wir hatten schon ein paar Mal so Sachen mehrmals antatschen mussten. I'm afraid to touch it. Was ist gerade angetan? Egal, okay. Das Skelett da unten ist auch nicht mehr da. Nö, okay. Time to die.
What happened? Where am I? A woman. She'd be beautiful if her flesh wasn't decayed. Where am I? You are in the under. You know my name? Yes, my- What is the underworld? It is that- What happened to me? You met with an unfortunate accident, Michael. Are you saying that I'm dead? Not exactly. Does that mean I'm immortal? Hardly, Michael. You are still subject to the cold hand of death, but you are not easily killed. I foresee that you will again visit me in this place. One day you will stay permanently, if you continue to be so careless. Okay, also wenn wir jetzt nochmal sterben würden, ist wirklich ganz vorbei. Hatten wir ja schon getestet. Wir hatten jetzt nur ein Leben quasi frei und dafür müsste gleich irgendwas runterkommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was es damit auf sich hatte, deswegen versuche ich jetzt den Text so halbwegs zu skippen und halbwegs mal durchzugucken. What is my destiny? You are destined to stand against the evil forces controlling the dark world. Who will aid me? You will meet them in the course of your journey. They will extend the hand of friendship to you. But they will pay with their lives, and their souls will be remanded to me. Attend! What in God's name was that? The life fluids of the Keeper of the Light now flow in the River of the Dead. Her biomatter expired not long after she met you in the portal. Ist okay, also sie ist nicht jemand extra gestorben, damit wir jetzt das eine extra Leben bekommen haben. Die Keeper of Light war ja eh schon tot oder versteinert, als wir sie verlassen haben. Jeez, this place gives me... You need not... How do I get out of this hellhole? Climb... Okay. So, wir haben eine Karte. Damit tatschen wir jetzt Dinge an und gucken, welche Dinge aufgehen. Das Wichtigste wäre der Weg raus, denke ich. Damit wir jederzeit fliegen können. Das wäre ja auch direkt hier, ne? Genau, piep, 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 piep. Matrix verified as privileged worker. Access permitted. Okay. Können wir... Dass man damit nichts mehr machen kann, finde ich ein bisschen komisch. So, war hier auch irgendwo ein Schalter? What is this thing? I can't tell if it is an electric motor or a shooting gallery. Das ist der Schießstand auf dem Jahrmarkt, oder? Und hier waren wir noch gar nicht. Wahrscheinlich, weil ich letztes Mal einfach nach unten gegangen bin und dachte, ich könnte jederzeit zurück und dann war das Tor plötzlich zu. This looks like a power grid map. It kind of resembles the business district in my hometown. Oh, warte, das wird wichtig sein. Business District. Also wenn wir hier jetzt irgendwas kaputt machen, dann verändert sich auch Dinge in der Welt. Vielleicht können wir damit das Karussell beim Jahrmarkt irgendwie sabotieren, um an die Medizin für den Clown zu kommen, was auch immer uns das jetzt genau bringt. There's an empty socket here. It looks like a jack for some vital component. Wie Fleisch? This might be some kind of meat, but it's slime. Bist du ein Vital Component? Facehugger Bug Ding. Ich kann dich nicht mehr anklicken. So, warte. There's nothing here that looks like a control mechanism. There's nothing here that looks like. Ich wollte eigentlich dich darauf poppen. Nö. Damit sollten wir auch eigentlich irgendwie die Ratten fangen, ne? Wir haben so viele separate Sachen hier, die gemacht werden müssen. Wir haben kein Gewehr. Wir kriegen aber ein Gewehr, wenn wir. Für den Waffenhändler irgendein Konverter-Ding oder so finden. Ist das vielleicht ein Konverter-Ding? Wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, das hier ist abermals ein neues, komplett separates Rätsel. Wo
Wobei, warte mal, touch mal wild Dinge an. Bisher habe ich sie nur angeguckt. There's nothing here that looks like. Das ist alles ein Ding. Hier waren gerade zwei verschiedene Interaktionsmöglichkeiten. Geht's da hinten weiter? Oh, da hinten geht's weiter. This device is definitely biomechanical, part living organism and part machine. Das Rasierklinge auf dem Bauch? Okay. This machine has an empty socket like the other one. This machine has an empty socket like the other one. Was? Ist alle eine? Nein. Sind zwei verschiedene Interaktionsflächen. Interessantes Piercing. Nächste Karte. This power grid seems to correspond to the seedier sections of my own hometown. Seedier Section. Also das Billardcafé? Can you speak? To be sorry. To be producing power infected with random magnetic fluxes. To be not able to stabilize magnetic emanations from power disk. Also, nein, ja. What a hideous mechanism. This perverted joining of man and machine has got to be stopped. Das ist an dem jetzt schlimmer als den anderen. Das ist keine halbnackte Frau, Herr Mike. Ja, er ist so einfach gestrickt. So. This lit section resembles our civic center. Here's another empty slot. Fast aus wie eine Birne, die man da reinschrauben könnte. Also eine Glühlampe, wie mein Physiklehrer sagen würde. Birnen wachsen an Bäumen. There's nothing here that looks like a control mechanism. Ja, also wir werden wohl irgendeinen Gegenstand später finden, der riesig groß ist, den wir einfach so mitschleppen können. Und je nachdem, wo wir ihn reinstecken, passieren halt andere Dinge. Hier und dann auch in der korrespondierenden Wirklichkeit. Ja, da ist auch so eine Lampenfassung. Das ignorieren wir erstmal alles. So. Da geht's runter und wir werden wieder hinter uns abgesperrt. Da kommen wir jederzeit raus. Ich glaube, von rechts kamen wir, oder? Geht's hier auch noch woanders weiter? Oh Gott, warte. Lass mal kurz checken, was da hinten war. Das habe ich mich gar nicht mehr drauf. Die Welt ist so riesig. Und doch, hier war der Generator. Aber bei dem Generator konnten wir nichts machen. I can't open it. It's hermetically sealed. Ja, da bräuchten wir vielleicht die Waffe für auch. Hast du Hunger? This coat hanger is rusty and bent. Komm, Coat hanger, kann ich mal auswählen. Ah, sorry. I can't open it. Okay. Ignorieren wir also auch. Wieder zurück. Jetzt kommen wir da raus.
Da geht's weiter. Rechts geht's weiter und links geht's weiter. Fangen wir mal links an. Bin nicht ganz sicher, wo wir ganz am Anfang herkamen. Wir sind schon so lange hier in der dunklen Welt. I don't like the look of those two guards. This must be some kind of prison. Wachen? Ja, okay, warte mal. Save. Das da überschreibe ich mal. Wir mussten eh bei 9 wieder anfangen, also 10 ist jetzt okay. Who are you? We will not tell you which of us is Ick and which is Uck. Because one of us is Ick and the other is Uck. Or it could be the other way around. We're not telling. What is through that passageway? It could be the prison compound. Then again, it could not. Sieht das aus wie ein Reißverschluss? Who is being held prisoner? It could be the keeper of the scrolls. Then again, the prison could be empty. Let me inside the prison. Only authorized Dark World personnel are allowed to enter. Leave the premises immediately! I am a Dark World prison official. Let me in. Oh, a Dark Worlder, are you? I bet you don't even know if it's day or night. It's always dark here. But we have day and night just like anywhere else. Any Dark Worlder can tell the difference. I am a Dark Worlder. Give me a chance to prove it. We will let you pass if you prove to us that you are really a Dark Worlder. Tell us which of us is Ick and which is Uck, and tell us whether it's day or night. You can ask questions, if you like. We like to be fair. Okay. Das ist dieses alte Rätsel von wegen, sind zwei Wachen und beide sagen, die andere lügt. Ich bin vorbereitet. Ich habe einen Stift und ich habe Papier. So. Wir sollten erst rausfinden, welcher von beiden Ick und Uck ist, oder? Das hat nichts mit dem Lügen zu tun. Das war jetzt nur gerade eine Verbindung von mir. Wir wissen nicht, ob Ick jetzt ein Lügner ist und Uck nicht Lügner ist. Oh doch, können wir. Wir haben recht viele Informationen von ihnen bekommen, auch wenn sie versuchen, immer wieder vage zu bleiben. Zum Beispiel, dass hier die Keeperin of Scrolls drin ist. Der eine hat gesagt, ja, hier ist die Keeperin of Scrolls. Und der andere hat gesagt, oder auch vielleicht nicht. Aber das ist eine Möglichkeit von Billiarden Sachen, die da sein könnten. Und dann einfach zu sagen, also es suggeriert halt, dass sie drin ist. Wenn nur der eine Name erwähnt wird und sonst alles andere. Ja, also die Person, die sowas immer gesagt hat, das ist dann wahrscheinlich die, die die Wahrheit sagt. Is it daytime? Of course, it's daytime. Okay, rechts hat daytime gesagt. No, it is most definitely night. Rechts day, links night. Which one of you is Ick? During the night, I claim to be Ick. I am really Uck. He's lying. I am Uck. I am Uck, and it is night. Stopp. Also wir... es ist Tag. Richtig? Which one of you is Ick? During the night, I claim to be Ick. I am really Uck. Rechts ist Uck. He's lying. I am Uck. I am Uck and it is night. Nee, weil es ist genau, er ist Ick. Und es ist Tag. So. Which one of you is telling the truth? I am. I am Uck and it is night. Nein. He is not. It is not. I am Uck. And it's daytime, and it's final! Ist genau falsch rum. Ich bin verwirrt.
Also eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass rechts ist gerade das Tag und dass er Ack ist. Und links ist es Nacht und dass es Ack ist. Wisst ihr das genau? Which one of you is telling the truth? I am Ack and it is night. Ja, aber er hat vorher schon gesagt, dass es Tag ist, also lügt auf jeden Fall. I am Ack and it's daytime and it's final. Okay, also links ist Ack. Und es ist Tag. Aber als wir ihn vorhin gefragt haben, is it daytime, hat er gesagt, es wäre... Is it daytime? Of course, it's daytime. Also kann er nicht lügen. No, it is most definitely night. Okay, wenn es night wäre, dann würde links die Wahrheit sagen. Links Wahrheit. So. Which one of you is Ick? During the night, I claim to be Ick. I am really Ack. He's lying. I am Ack. I am Ack, and it is night. Okay, also ist night links, Wahrheit Ack. Und er lügt. Aber nur nachts. Okay, I know the answers to your riddle. Then tell us, which is which? You on the right, you are Ick and it is night, richtig? Bin der linke Ack ist? You on the right. You are Ick and it is night. You're guessing. You don't really know, do you? Go away! And don't come back until you prove you can think. Okay. Can you give me those clues again? Well, I guess it's not against. We like to. Also, normal. Is it daytime? Of course, it's daytime. Rechts. No, it is most definitely night. Sagt day. Links. Sagt night. Einer von beiden lügt. Okay. Which one of you is Ick? During the night I claim to be Ick. I am really Ack. He's lying. I am Ack. I am Ack, and it is night. Jetzt kommt eine If-Clause. Wenn Nacht, dann rechts. Nochmal. Which one of you is Ick? During the night, I claim to be Ick. I am really Ack. He's lying. I am Ack. I am Ack, and it is night. Links sagt... Auch Neid, das hatten wir hier oben auch schon. Und er ist Ack. Was sagst du uns? Which one of you is telling the truth? I am Ack, and it is night. He is not. It is not. I am Ack, and it's daytime, and it's final. Beide lügen. Der Linke hat zweimal gesagt, dass es Nacht ist. Und jetzt hat er gesagt, dass es Tag ist. Hat der Rechte denn gesagt? Der Rechte sagt, es ist Tag. Wenn es Nacht ist, dann ist rechts Uck. Es ist aber dann nicht Nacht, sondern es ist Tag. Also ist er Ick. Das heißt, rechts ist Ick. Und es ist Tag. Und Tag, oder? So. Probieren wir das mal. Okay, I know the answers to your... Then tell us! You, on the right. You are Ick, and it is daytime. You're guessing. You don't really know. Go away! Fuck. Okay. Ich könnte es einfach brute forcen und alle...
Möglichkeiten benutzen. Das ist aber eben schon cheesy. Okay, I know the answers to your question. Ich hab doch gerade Daytime genommen. Warum wollte ich das da ganz oben gewesen? You, on the left. You're get. Okay, I know the answer. Ich hätte jetzt den und den. You, on the right. You are Ick and it is night. You're guessing. Ja, I am guessing. Okay, I know the answers to this. Ich gebe auf. Bin zu müde. You, on the left. You are Ick and it is night. You're guessing. Go. Alle. Okay, I know the answers to this. Es sind nur vier. Ich habe viermal noch geantwortet, oder? Habe ich verklickt? Rechts ist Ick und es ist Tag. You, on the right. You're get. Also alle vier Möglichkeiten gehen nicht. Es musste noch irgendeinen Trick geben. Egal. Eine schöne Zeitverschwendung. Checken wir jetzt da hinten. Das ist der Weg raus. Was hier auch interessant sein könnte, ist mal wieder nach Hause zu gehen. Aber was ist mit dem Gang? Und theoretisch haben wir noch hinter der Absperrung, wenn wir hier wieder durchgehen und weiter durchgehen und so weiter. Hä? Achso, das sind die beiden Eingänge. Ja. Da haben wir noch andere Türen. Ich weiß nicht, ob wir mit unserer Keycard zu den anderen Türen reinkommen. Aber ich denke, wir sollten das testen, bevor wir jetzt wieder in die wirkliche Welt gehen. Da 3 Stunden rumeiern, bis wir feststellen, dass wir nichts machen können und dann wieder weitergehen. Rita. So, die Keycards waren, also die Türen waren so gut wie überall. Das hier müsste unser Haus gewesen sein. Können wir da jetzt rein? Nö. There's some kind of electronic lock on this door. Okay, hat es damit gar nichts zu tun. Das heißt, die Keycard ist echt nur dafür da, dass man wieder rauskommt. Wir haben bisher nichts hier drin gemacht, oder? Wir haben 35 verschiedene Aufgaben bekommen. Wir haben eine Keycard, die wir nicht nutzen können. Und wir haben Fleisch, das wir bisher nicht nutzen können, was wir irgendwo nutzen müssen, um Ratten zu fangen. Aber da habe ich auch noch keinen Posten für gesehen. Wir haben auch nichts verändert, dass in der wirklichen Welt irgendwas anders wäre. Da geht's gar nicht weiter? Nee. Oh, wir könnten mal einfach nur aus Spaß jetzt wieder reingehen, nachdem man denkt, wir werden tot. Nee. Wenn man einmal geklickt hat, läuft er dahin, egal ob man abbricht oder was auch immer. Hallo. Wo können wir dir die Karte vorhalten? This metal card is encoded with data. Yes, yes, I see that you are a privileged worker. Now stop bothering me. Also kannst du nicht gucken? I'm here to pay my respects to the Keeper of the Sword. Pay your respects? Why, that worm was involved in a conspiracy against the Ancients. Whose side are you on, anyway? I'm loyal to the Ancients. I just... Oh, lost your head, did you? Well, let's just see how well your head is working. Tell me, what is the Ancients' credo?
is provided by life. Life provides death. Death to those who oppose us klingt so kitschig. How dare you? Das sollte man bei Richtern nicht machen, warte. Life provides death. Life provides death. That is not correct. You are an imposter. You are hereby sent. Okay, und jetzt haben wir wieder da keine. Oh no! Not the Hall of Death again. The only way out of here is death. Ja, richtig. I'm afraid to touch it. Jetzt sterben wir richtig. Richtig? Oder haben wir jetzt ein extra Leben bekommen, weil wir irgendwas gemacht haben? What happened to me? Hey, I'm back. What happened to me? Hello again, Michael. You have... Whose blood are you going to spill this? You have been too careless, Michael. There is... Perhaps we keep... Okay. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder.